Das Ergebnis der US-Wahl 2020 ist eindeutig. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States. Mit 81 Millionen Stimmen der Wählerinnen und Wähler und einer klaren Mehrheit von 306 Wahlleuten heißt der Sieger Joe Biden. Electoral College win. You might say there's some karma in that. 306 to 232. Trotzdem behauptet der abgewählte Präsident Donald Trump, die Wahl haushoch gewonnen zu haben. Die Demokraten hätten betrogen. We won in a landslide. This was a landslide. They said it's not American to challenge the election. This is the most corrupt election in the history, maybe of the world. Diese permanent wiederholten Behauptungen könnten Donald Trump selbst schaden. Was ist passiert? Schon kurz nach der Wahl starten Donald Trump und sein Team eine Klagewelle gegen das Wahlergebnis. Von 62 Klagen werden 61 gegen ihn entschieden. Auch Neuauszählungen der Stimmen in Bundesstaaten mit knappen Wahlergebnissen bestätigen den Sieg Joe Bidens, zum Beispiel in Georgia. Das Wahlergebnis wird von den Wahlbehörden der Bundesstaaten und vom Electoral College bestätigt. Zahlreiche Regierungschefs gratulieren Biden zum Wahlsieg. Auch Republikaner in Schlüsselfunktionen, zum Beispiel der Cybersicherheitschef Chris Krebs und Justizminister William Barr, sehen keine Belege für Wahlbetrug. Das bestätigen auch internationale Wahlbeobachter der OSZE. Doch Donald Trump gibt nicht auf. Immer wieder verbreitet er seine Behauptung der manipulierten Wahl und vom Wahlbetrug. Nur wenige Republikaner gratulieren dem neu gewählten Präsidenten Joe Biden. Sie halten zu Trump und dessen Anhänger glauben den Behauptungen. Einer Umfrage aus dem Dezember 2020 zufolge sind 3/4 der republikanischen Wählerinnen und Wähler der Meinung, dass Biden nicht rechtmäßig gewonnen habe. Mit seinem Verhalten bringt sich Donald Trump selbst in Gefahr. Zum Beispiel verlangt er von republikanischen Wahlbeauftragten in entscheidenden Staaten, ihm die fehlenden Stimmen zu beschaffen. Sein Telefonanruf mit dem Innenminister von Georgia, Brad Raffensperger, wird von der Washington Post öffentlich gemacht. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Trumps Anruf bleibt erfolglos. Auch Brad Raffensperger bestätigt den Wahlsieg Joe Bidens. Doch mit dem Telefonat könnte Trump das Gesetz gebrochen haben. Als der Kongress schließlich am 6. Januar das Ergebnis der US-Wahl bestätigen soll, ruft Trump seine Anhänger zum Marsch auf das Kapitol auf. After this, we're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol and we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not gonna be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Die Bilder, die dann folgen, gehen um die Welt. Bewaffnete Trump-Anhänger stürmen das Kapitol, Abgeordnete werden evakuiert, 5 Menschen sterben. Nach wochenlangen Versuchen Trumps, den Wahlsieg nachträglich an sich zu ziehen, gehen jetzt einige Republikaner auf Distanz zu Trump. Voters, the courts and the states have all spoken. If we overrule them, it would damage our republic. Forever. Doch selbst nach dem Angriff auf das Kapitol will die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus und 7 ihrer Senatoren den Wahlsieg Joe Bidens immer noch nicht anerkennen. Erfolglos. Der Senat bestätigt das Wahlergebnis. Joe Biden leistet am 20. Januar als neuer Präsident seinen Amtseid. Unterdessen leiten die Demokraten ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump ein. Ihr Vorwurf? Anstiftung zum Aufstand. Sollte das Verfahren Erfolg haben, wäre Trump für eine weitere Präsidentschaftskandidatur gesperrt. Dafür müsste auch ein Teil der republikanischen Senatoren entweder für die Amtsenthebung stimmen oder der Abstimmung fernbleiben. Einige Republikaner signalisieren, die Loslösung von Trump könnte ein Neuanfang für die republikanische Partei sein.